Im Vorbeifahren hat Maciek eine Rotte Sauen auf einem Waldweg ausgemacht. Er stellt das Auto nach ein paar hundert Metern ab und pirscht vorsichtig mit Cord den Weg zurück. Die Sauen sind zu hören und hin und wieder sieht man eine Bewegung in der Naturverjüngung. Und tatsächlich, ein Überläufer kommt zurück auf den Weg. Möchte mit seiner jungen Hündin Issy die hoffentlich kurze Todsuche durchführen. Ei, feine, feine. So ist recht, mein Hund. So ist er ja recht. Feine. Feine. Ei. Ja, so ist recht. Weidmannsdank. Der Schuss ist aber gut. Ja, ne? Ja, ja. Das sollte so sein. Obwohl wir erst vermutet hatten, dass er vielleicht etwas tief sitzt. Genau. Ja, aber ist super. Ja. Aber der Hund hat gut gemacht. Ja. Für die erste Nachsuche, ne, auf dem Schwein war das ganz ordentlich. Alle Sauen werden in Polanok an einem zentralen Platz aufgebrochen, sodass der Überläufer unaufgebrochen rausgezogen werden muss. Hier reicht schon. Ja. Ich komme mit Auto. Ja, nach erfolgreicher Jagd beginnt die Frühpirsch wieder bei herrlichem Wetter. Auf einer kleinen Waldwiese unweit vom Dorf steht ein junger Bock. Dann zieht es Maciek zu einer Stelle, wo ein Bock heftig seine Revier markiert. Vorsichtig pirschen sie im Schutze einer Hecke zu der Stelle, wo Maciek mehrfach den Bock bestätigt hat. Behutsam stellt Maciek den Raptor auf und Cord bereitet sich zum Schuss vor. Die Entfernung zum Bock beträgt ca. 100 Meter.
Weil man sank. Natürlich wieder ein guter Schuss. Ja. Aber dafür habe ich mir ein bisschen das Auge ligiert. Passiert. Ja. Der Stock war so tief. Und dann bin ich da so komisch davor. Ja. Boah, tot, ich verletzt. Wo müssen wir gleich hin? Wir müssen bis zu den Zahlen gehen. Ja, tragen wir aus.